in den 80er Jahren, nach dieser langen Zeit. Und Sie haben es auch geschafft, ja, zum ersten Mal zu reden über Ihre Familie und über Ihre Herkunft. Das, ja, habe ich verfolgt und das hat mich sehr berührt, weil ich mir bis dahin gar nicht vorstellen konnte, dass es in Deutschland vielleicht Probleme gibt, wenn jemand sagt, ich komme aus einer Sinti-Familie und meine Familie ist unter den Nazis verfolgt worden. Und Sie mussten das zurückhalten, weil die Angst bestand, dass es Ihnen vielleicht Leute übel nehmen können. Also ich habe das nicht gedacht. Ich dachte, das ist eine Vergangenheit meines Vaters, mit der er natürlich nicht fertig werden kann, weil wie kann man mit Auschwitz fertig werden, wenn man dort war? Und er hat es eben irgendwie geschafft zu überleben. Und er aber hatte mich damals auf Reisen begleitet. Ich war ja noch minderjährig. Und er hielt es aus dieser Vergangenheit heraus für wichtig, mir zu sagen, tue das nicht, sage nicht, dass ich ein Zinto bin, weil das könnte eine Gefahr für dich bedeuten. Und ich habe dann erst sehr spät, also erst vor ein paar Jahren, wo diese Dinge passierten in Hoyerswerda oder auch in Mölln, es ist noch nicht lange her, dass ich das ganz bewusst sage. Ich finde es heute einfach wichtig, es zu sagen, weil, weil jeder, der anders denkt, also eben nicht so wie diese Vollidioten, die sowas tun, wie Menschen verbrennen, weil sie anders sind als sie, dass diese Leute sich einfach äußern müssen, sich zeigen müssen. Und ich finde es dann gut, wenn die Leute wissen, dass jemand, der so bekannt ist wie ich, ich glaube, ich bin relativ bekannt, vielleicht so bekannt wie Harald Junke oder so, dann finde ich das ganz wichtig zu sagen, mein Vater ist Zinto, ich lebe in diesem Land, meine Mutter ist Deutsche, ich verlasse dieses Land nicht, sondern ich bin eine von vielen, die sagen, wir müssen dagegen was tun, wir müssen Farbe bekennen, wir dürfen uns nicht verstecken, wir dürfen es nicht zulassen, dass also bestimmte Bereiche von solchen hirnverbrannten Ideen besetzt und verletzt werden. Mhm.